Herzlich willkommen bei einer Sommerausgabe von Valgott TV. Wir haben für Sie ein abwechslungsreiches Programm aus unserem Fundus zusammengestellt. Wir berichten über das Spielraumkonzept der Jugendkulturarbeit Valgau und stellen Ihnen die Voltigiergruppe Thüringer Berg vor. Zu Beginn unserer Sommersendung zeigen wir Ihnen einen Beitrag über Click and Check, ein Projekt für einen verantwortungsvollen Umgang mit Handy und Internet. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit Ihrem regionalen Fernsehprogramm. Schau mal, was ich gefunden habe. Du hattest nicht etwas mit dem Nachmittag zu tun, da kommt dir jemand, der dir etwas erklärt. Ah ja, das Click und Check. Du, was heißt denn eigentlich Click und Check so genau? Ja, weil man beim Handy und beim Computer, da klickt man, man sollte halt auch checken, was man da macht. Ja, da haben ja wohl schon leider schlechte Sachen gehört. Zum Beispiel, dass Leute gemobbt worden sind oder dass Bilder im Internet auftaucht sind. Oha, echt? Aber dass wir das mal in der Schule machen, dass wir mit Handys und Internet machen, wird sehr ein cooler Nachmittag. Ja, das glaube ich auch. Ich freue mich schon drauf. Für uns ist es bei der Auswahl der Unterrichtsthemen ebenso wichtig, dass wir an der Erlebniswelt der Kinder anknüpfen. Handy und Internet, das ist ja nicht nur im Unterricht ein Thema, das ist auch für die 13-Jährigen tagtäglich in ihrem privaten Bereich ein Thema. Und deshalb haben sie sich das Thema Handy eigentlich auch selber gewünscht. Wir glauben, dass Sie dadurch besser motiviert sind, wenn Sie eine Beziehung zu dem Thema haben. Und wir glauben, dass Ihnen dieses Unterrichtsprojekt sehr viel Spaß machen wird. Damit glauben wir, dass wir unsere jungen Jugendlichen, die uns anvertraut sind, bestmöglich ins Leben begleiten können. Wir haben bei der Polizei Vorarlberg mehrere Präventionsprojekte, die wir bei Jugendlichen vortragen. Heute sind wir bei der Vorarlberger Mittelschule in Frastand und halten das Projekt Click and Check. Beim Click und Check geht es hauptsächlich um das Thema Gewalt und Internet, hauptsächlich um Happy Slapping, um Cybermobbing, Internetkriminalität und auch um Online-Chats und Online-Plattformen. Das Click und Check enthält 4 Filme, die wir zuerst den Jugendlichen einzeln zeigen und nach jedem Film reden wir noch über den Film und klären die Jugendlichen über das Thema Internet auf, um sie zu sensibilisieren. Die neuen Medien, Internet und Handy, bringen nicht nur Vorteile mit sich. Die Schüler über die Gefahren und Risiken, aber auch die daraus entstehenden Konsequenzen aufzuklären, ist das Ziel der heute anwesenden Beamten der Polizei Feldkirch. Viele Gefahren sind den Kindern bekannt. Doch die Konsequenzen schockieren die Klasse und führen dazu, dass die engagierten Beamten mit Fragen überhäuft werden, die sie gerne und ausführlich beantworten. Denn die Kinder vor den Gefahren zu schützen, bevor sie passieren, ist das Ziel von Click und Check. Also heute am Nachmittag haben wir Click und Check und ich finde es halt einfach voll gut, dass man halt dann also Bescheid wissen, wie gefährlich das eigentlich das Internet sein kann und dass man halt so genauere Informationen und so darüber erfahren können und dass es halt in Zukunft und so vielleicht nichts mehr passiert. Ja, ich bin von der Polizeiinspektion in Feldkirch, bin Polizeibeamter und auch Jugendgewaltpräventionsbeamter. Beim Projekt Click und Check geht es um Gewalt und Kriminalität mit den neuen Medien Web 2.0. Wir waren schon an 3 Klassen der Mittelschule, an 3 dritten Klassen da und haben mit den Jugendlichen, mit den Kindern das Projekt durchgeführt. Heute machen ein Kollege und ich einen Elternabend. Bei dem Projekt ist das nämlich dringend notwendig, weil die Eltern sich gerade mit diesem Thema neue Medien Web 2.0 ich sage jetzt nicht auskennen, aber sich sicher weniger auskennen wie ihre Kinder. Und da möchten wir von der Polizei aus mit diesem Projekt die Jugendlichen und auch die Eltern und Erwachsenen aufklären und eben die Strafbarkeit und die Folgen aus solchen Handeln klar machen. Prävention weshalb? Weil gerade Jugendliche, die straffällig geworden sind, die in weiterer Folge verurteilt werden, sind für uns alle ein gesamtwirtschaftlicher Schaden, weil sie einfach in der Berufswelt kaum oder nur schwer vermittelbar sind, wenn sie einen Eintrag im Strafregister haben wegen einer Straftat.
Das große Interesse an Click und Check zeigt den Verantwortlichen, dass solche Projekte an der Vorarlberger Mittelschule in Frastanz wichtige Ergänzungen zum normalen Unterricht sein können. Die Schüler, aber auch deren Eltern, konnten von diesem Projekt auf jeden Fall profitieren. In Nenzing wird derzeit an einem neuen Spiel- und Freiraumkonzept gearbeitet. Künstlerin Franziska Stiegholzer hat die Projektplanung übertragen bekommen. Die Einbindung der Jugendlichen in das Projekt war ihr von Beginn an wichtig. Die Gemeinde Nenzing hat das Spielraumkonzept, Spiel- und Freiraumkonzept erstellt, oder wir sind gerade dabei. Und da ist die Auflage und Bedingung, dass wir Kinder aller Altersgruppen einbinden und ihre Spielplätze und Freiräume aus ihrer Sicht aufnehmen können und erfassen und Verbesserungen in erster Linie vornehmen können. Ganz spannend ist es für mich, seitdem ich jetzt eine 5-jährige Tochter habe, mit anderen Augen irgendwie auf die Spielplätze bzw. auf die Bedürfnisse von Kindern eingehen zu können und jetzt eine komplett neue Sichtweise zu bekommen. Spannend ist auch, wie die Jugendlichen auf den Nachmittag vorbereitet wurden. Im Grunde nämlich gar nicht. Und das wurde vom Team der Jugendkulturarbeit Wahlgau bewusst so entschieden. Vorbereitet in dem Sinne, dass wir in der Sporthochschule waren, wir waren in allen Klassen, haben sie eingeladen, dort beim Spielraumkonzept mitzuarbeiten. Aber unser Ziel war es, ohne Vorgaben die Jugendlichen so weit zu bringen, dass sie kommen und von uns nicht beeinflusst werden. Also wir wollen die Themen und die Infos von den Jugendlichen erhalten. Wie wird der heutige Nachmittag ablaufen? Wir sind bei der Sporthochschule in Nenzing, 14 Uhr. Wir haben jetzt die Jugendlichen eingewiesen, wie der Ablauf ist, in Gruppen aufgeteilt. Sie haben bis 16 Uhr Zeit, die Nenzing, so wie wir es aufgeteilt haben, dies abzulaufen, ihre Plätze uns aufzuzeigen, die sie nützen, die sie einerseits von der Gemeinde erhalten haben, andererseits, die sie selbst erobert haben. Im Anschluss treffen wir uns bei der Jugendkulturarbeit Wahlgau im Join unten. Da gibt es Speise, Getränke und wird die gesamten Ergebnisse jetzt aufgearbeitet und dem Spielraumkonzept übergeben. 17 Jugendliche kamen in der Freizeit zusammen und brachten ihre Ideen mit ein. Was waren Ihre Erwartungen von dieser Zusammenkunft? Viel Spaß und auch, dass wir in Nenzing was verändern. Eigentlich auch, aber noch nicht genau was. Ja, und ich habe noch keine Idee, was man jetzt noch verändern kann, aber ich hoffe, dass irgendwas in Nenzing passiert, etwas Neues für die Jugendlichen und alles. Also ich freue mich schon. Was von der Auswertung an diesem Nachmittag schlussendlich konkret umgesetzt wird, ist noch offen. Bis zum Sommer sollte das Konzept allerdings stehen. Am Löwenhof am Thüringer Berg brüllen nicht die Löwen, hier wiehern die Pferde. Die Leidenschaft von Hofherr Alexander Geiger liegt im Bereich des Pferdesports und der Zucht. Ehefrau Marlies Geiger ist ausgebildete Sozial- und diplomierte Reitpädagogin. So war es naheliegend, das Wissen und Können der beiden mit dem Schritt in die Selbstständigkeit zu verbinden. Der Ansporn war einfach, einen eigenen Hof zu haben. Wir waren vorher eingestellt, wo einfach, man hat einfach seine Einschränkungen, man muss den Platz teilen und so weiter. Und durch das wir eigentlich immer mehr von einem Pferd auf 5 Pferde gewachsen sind, wird es dann ein bisschen schwierig, einen Platz finden mit 5 Pferden irgendwo einzustellen. Und durch das haben wir uns nachher entschlossen, einen eigenen Hof zu gründen, auch um das therapeutische Reiten natürlich anzubieten und in der Folge zu den Hausvoltigieren. Derzeit nehmen regelmäßig 7 Mädchen am Voltigiertraining auf dem Löwenhof teil. Nach einem Aufwärm- und Trockentraining auf dem Boden werden die Übungen dann auf dem Voltigierpferd Struppi umgesetzt. Trainerin Rosa Stampfer war einst selbst Landesmeisterin und weiß daher, welche Grundvoraussetzungen man für diese Sportart mitbringen muss. Wir nehmen Kinder ab 6 Jahren und natürlich muss man Pferde mögen und wenn es noch geht, turnerisch ein bisschen begabt sein. Vor kurzem fand in Lauterach ein Wettbewerb statt, bei dem die Gruppe einen 3. Platz gewann. Eine beachtliche Leistung für die jungen Einsteigerinnen, denn es gibt genügend Konkurrenz im Ländle. Also es gibt in Vorarlberg 3 Top-Vereine, 2 sind in Lauterach und 1 in Dornbirn. Und ja, es freut mich sehr, dass wir der erste Verein im Oberland gegründet haben, die Jugend Marlies, und hoffen wir, dass das so weitergeht. Bist du selber auch noch aktiv?
ein bisschen im Training, aber jetzt nicht mehr turniermäßig. Rosas Freude am Voltigieren ist ihr geblieben. Sie gibt diese Freude an ihre Schülerinnen weiter. Laura ist hochmotiviert und übt öfters auch alleine daheim, auf ihrem Tonnenpferd im Garten. Also ich mache das nicht da zum Ersten wäre, sondern einfach, weil es mir Spaß macht. Das Christkind vom Papa hat mir so ein Tonnenpferd gebracht und da werde ich jetzt schon jede Woche ein paar Mal da. Und es macht mir echt Spaß. Spaß am Voltigieren hat auch Veronika. Die ist auf dem Pferd und auf dem Donnerpferd und das Training halt. Und gehört die Pferdepflege nach dem Training auch noch dazu? Ja. Es gibt neben dem Voltigieren hier das therapeutische Reiten auch als Angebot. Wie läuft so eine Stunde ab? Welche Kinder nützen das? Nützen das auch Erwachsene? Das sind Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, Kinder mit besonderen Bedürfnissen und Konzentrationsstörungen. Zum Teil auch Erwachsene, aber in erster Linie Kinder. Und welche Verbesserungen konntest du bereits feststellen? Dass die Kinder sich einfach selber besser wahrnehmen in erster Linie. Sie werden selbstsicherer. Gleichgewichtsstörungen natürlich werden ganz gut geschult. Also in vielerlei Hinsicht. Es gibt auch noch andere Angebote. Zum Beispiel kann man hier auch einen Kindergeburtstag buchen. Wie läuft sowas ab? Der Kindergeburtstag läuft so ab, da kommen einfach die Kinder mit, als Geburtstagskind mit seinen Gästen. Dort ist ein bereits eingedeckter Tisch da, also die Geburtstagskinder finden alles vor. Mitzubringen ist nur der Geburtstagskuchen. Dann selbstverständlich mit Reiten, was natürlich an erster Stelle steht. Und sofern dann noch Zeit übrig ist, dann einfach mit verschiedenen Spielen und ja, es einfach lustig haben und gemeinsam feiern. Sollten Sie jetzt Interesse bekommen haben, mal auf dem Löwenhof vorbeizuschauen, dann gibt es beim Tag der offenen Tür kommenden Herbst wieder die Gelegenheit dazu. Oder aber sonst einfach mal anrufen und einen Termin vereinbaren. Familie Geiger und die 5 Pferde Brina, Fatima, Mira, Pia und Struppi freuen sich sicherlich über Ihren Besuch. Wir sind am Ende der heutigen Sommerausgabe von Walgott TV. Wenn Sie unsere Sendung teilweise verpasst haben, dann besuchen Sie uns im Internet unter www.walgott.tv. Dort können Sie alle Beiträge nachschauen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und wünsche uns allen noch viel sonnige Tage, eine gute Zeit und bis bald.